Moin, da ist er wieder. Neue Runde Satisfactory in der Release-Version 1.0. Ja, das letzte Mal haben wir noch schon ein bisschen was vorbereitet, was die Liftparts betrifft. Und jetzt schließen wir die auch noch an den Lift an. Da oben ist übrigens die Weltraumstation. Ja, ist auch der Weltraumlift. Das ist die Weltraumstation. Die, wie ich... Sind da Düsen dran? Warte mal gerade. Bin noch gar nicht aufgefallen. Wenn wir mal gerade jetzt gucken hier. Ja, jetzt ist genau der... Warte mal, wir können doch hier, können doch P drücken und ranzoomen. Sind das Düsen? Was auch immer das sein wird, ne? Egal. So, wir schließen. Okay, nimm doch das Ding nicht mehr in die Hand. So, wir schließen jetzt mal die Liftparts an. Ich habe die unten schon in den Kalender. In den Kalender? Ja, was ist denn das für ein Sprachausfall? In den Container. Reingefriemelt, da sind sie. Hat Nacht. Also hier sollten sie eigentlich kommen. Und hier sind sie dann wahrscheinlich auch drin. Wie viele sind einer? 100, 2, 3, 4, 8. Haben wir es doch gleich. So, ich habe da oben schon das Ding dran. Da tun wir jetzt hier noch das Band. Da brauchen wir nämlich nur ein 1er Band. Huch. Ja, nee. Hier, Standard. Bitte. Also gerade meine ich. Anschließen. Jetzt müssen wir oben. Das ist der rechte von den zwei. Das ist, glaube ich, oben noch nicht angeschlossen an dem Lift, oder? Habe ich mit Absicht, glaube ich, gemacht. Ja, und hier habe ich auch den Freiraum gelassen. Mehr Freiraum, damit man sieht, was da drüber läuft. Das ist der Grund. So, da sind sie drin. Zack, zählt er hoch. Dürfte nicht mehr so lange dauern. Ich habe ein bisschen im Off andere Experimente gemacht und da lief ja die Produktion schon. Ne? Deswegen sind da ja schon fast 1000 Stück drin. Lass den mal da hochziehen. Hochziehen? Gott, hey. Hochzählen? So, hier ist übrigens... Habe ich das jetzt mal gezeigt? Hier, das ist Licht, ne? Da hat es jetzt hier Licht und wird angestrahlt. So. Wir haben noch die anderen Liftparts und hier unsere komischen, die aussehen wie Kühlkörper da. Ich habe die Namen schon wieder vergessen. Halt, oben müssen wir drücken. Da können wir nämlich auf Teile gehen. Neutralen Quantenprozessor, den. Den machen wir als nächstes. Das ist kein Problem. Das sind ja auch nicht viel. Also was heißt die für das Freischalten, die wir brauchen? Das muss man, glaube ich, herstellen in diesem Konverter. Das zieht er sich aus der Luft, macht 200 pro Minute und er braucht 75. Gut, das und den Liftpart zusammen haben wir nicht aktuell an Menge, ist aber jetzt weiter nicht interessant, weil wir tun erstmal nur so viel herstellen von diesen Dingern, die wir für die Freischaltung des Meilensteins brauchen. Dann bin ich der Meinung, dass wir die Produktionsanlage... hier hinstellen. Hier ist übrigens was hier, Baustellenbeleuchtung. Hier bin ich am Rumhantieren. Das soll ja später mal werden, dass man dieses komplette das Netzsystem hier mit der ganzen Map neu macht. Bin ich am Rumexperimentieren, wir bauen auf und reise nieder. Ne, die Schilder sind zu groß, habe ich festgestellt. Ich mache hier mehrere Blueprints, einmal mit Tubes, einmal ohne Tubes. Es ist doppelstöckig. Hier zwei unterschiedliche Bauarten von Kurven. Ne, die ist feiner aufgelöst. Das siehst du hier an den Kanten. Und die ist grober aufgelöst. Da sind die Kanten. Unterschied, das hier geht deutlich schneller als das. Und wer mal sehen will, wie man das hier baut, das macht man so. Werde ich vielleicht nochmal ein kurzes Short dafür mit aufmachen. Das hier, ne, mit besser aufgelöst. Und ich bin natürlich auch am Experimentieren, was die Foundations und so ein Kram bedeutet. So, deswegen habe ich nämlich unten in der Shortcut-Leiste den Kram da drin. Ne? Ihr nehmt hier den Laufstegkreuzung, das ist dieses Ding da. Das gibt es hier in der Architektur. Das ist das da. Ne? Was haben wir hier? Wir haben hier eine 2 Foundation. Geht hier hin. Hier hinten dran snappen, da dran snappen. Nicht da, nicht da, nicht da. Hier am Ende dieser Foundation. Die nehmt ihr, die, ich kopiere halt mit dem Mausbutton. Hier rüber. Ja. Jetzt nehmt ihr die wieder, ich habe sie immer noch. Geht hier oben drauf. Da und Steuerung-Taste einmal gedrückt halten, da macht er so einen kleinen Verschiebe da, ein paar Grad. Ne? Jetzt nehmen wir den, friemeln den da dran, hauen den hier dran, der muss wieder da dran gesetzt werden, damit der hier in einer Linie ist. Machen das weg und das weg, das kann man natürlich auch wegmachen. Nehmen die, setzen die da unten dran, war gerade ein Speicherfries, machen wir nochmal und machen die weg und patsch. Da ist die Kurve. Und hier unten, das hier, was schneller geht, das macht ihr auch mit dem. Ihr setzt die hier vorne dran. Ne? Hier, diesmal nicht da hinten hin, sondern hier vorne dran. Peilt hier.
geht mit der nächsten da dran, macht wieder einmal am Ausrad und da seht ihr, dass dieser Winkel jetzt hier schon höher ist als bei dem anderen, die feine Aufgelösung. Macht dann hier, setzt das Ding hin. Müsst ihr zwei weitermachen, sonst funktioniert es nicht. Und dann setzt ihr das wieder so hin. Zwei dran. Und wieder haben wir die Maus. Das ist die Steuerungstaste. Und jetzt kann man schweben. Jetzt nehmt ihr das Ding und snappt den. Ja, er snappt natürlich jetzt wie blöd. Da dran. Ja, hier. So. Dann könnt ihr den Kram wegmachen. Dann habt ihr auch eine Kurve. Die ist halt grober aufgelöst. Und dann setzt ihr hier halt eure Schiene da oben drauf. Ja. Wenn ihr das zweispurig haben wollt, also ihr tut das dann hier. Einfach dann, wenn man so will, hier eins, müsst ihr auf die Kanten drauf achten, ne? Nach links machen. So, das Einzige, was ihr wissen müsst, wenn ihr eine Linkskurve macht, eine Linkskurve, ne, so wie jetzt, dann macht ihr das hier von rechts. Wenn ihr eine Rechtskurve machen wollt, ne, dann macht ihr das auf der linken Seite hier mit diesem Fußding da, Laufkreuzzeugweg. Gleiches gilt da unten, ne? Linkskurve rechts dran bauen, Rechtskurve links dran bauen. So, wenn das mal hier irgendwann fertig ist, ne? Früher noch verschiedene, unterschiedlich. Das ist jetzt ein 5x5. Blueprint, Dingensbummens. Aber hier wollte ich ja eigentlich. war hier abgelenkt. Hier soll ja eigentlich die Produktionsanlage hin von diesem komischen Prozessor-Dings da. Nur. Deswegen ist hier so eine Foundation da unten dran, ne? Da unten. Da soll das Ding nämlich eigentlich drauf. Weil hier sind nämlich zwei Drohnen, die nichts machen. Und hier hast du die Steine, die dich nicht wegsprengen kannst. Das heißt, das Gebäude geht da nicht. Ich lasse es aber da ist erstmal ein Versuchskanickel. Als Versuchsraum. Basis. Jetzt gucken wir nochmal gerade. Zeitenkristalle, Supercomputer und Fixed Trigon. Das sind drei Drohnen. Und die angeregte photonische Materie. Aufgrund der Masse, die man da braucht, mit 45 Trigonen, drei Supercomputer, da haben wir natürlich so viel im Lager, dass das erstmal reicht ohne Ende, und 15 von diesen Zeitkristallen, braucht man nur eine Produktionsanlage für die neutralen Quantenprozessoren. Wo wird das eigentlich gemacht? Im Quantenkodierer. Ach, das ist das Ding hier. Das ist der da. Der ist das. Und dann brauchen wir ja noch, das eigentlich wird das ein neues Gebäude, was so ist wie diese Dinger. Also wir brauchen drei Drohnen, das sind nur zwei. Und es ist, da kann man doch in dieses Gebäude, wenn man jetzt ein neues hier hochzieht, dann gleich für die restlichen Liftparts. Man muss halt immer gucken, wo haben wir denn das ganze Kram? Kriegen wir denn, wollen wir denn das Ding hier hinsetzen? Also hier hin, also dahin. So eins wie das. Kann man das zwar noch vom Design anders da machen. Ich glaube, das wird was. Und dann pass auf, und dann machen wir es. Kriegen wir das da hin? Das wird eng, warte mal. Gut, das muss ja nicht so. Warte mal. 1, 2, 3. Ja, klar. Warte. 1, 2 und 3. Da würden dann. Ja, genau. Setz den mal da unten hin. Der wäre da. Das reicht nicht. Und nach hier? Reicht vorne und hinten nicht. Okay. Dann machen wir es anders. Dann setzen wir das Ding hier oben drauf. Oder aber in das Gebäude rein. Das da. Das wäre doch eigentlich auch was. Mach mal die Drohnen da weg. Das Ding lassen wir jetzt da. Lass uns mal dieses Ding angucken hier. Passt hier zufällig ein Drohnenport rein? Sag mal hier das Ding an. Hier nochmal. Bitte, Transport. Du musst doch da, guck mal. Dann hätten wir zwei. Zack und zack. Ich habe mal die Kabel hier hingemacht. Also fürs Schweben nur. Kommt dann wieder weg. Strom wird innen drin lang gelegt. Aber hier würden die natürlich auch hinpassen. Ne? Drei Stück braucht es dazu. Die würden dann hier anliefern. Wir geben es durch die Decke nach unten da rein. Dann brauchen wir, jetzt müssen wir nochmal nachgucken, wir brauchen nur den Quantenkodierer und für diese Energie den Konverter. 200 die Minute macht der. Der Konverter macht 200 die Minute, braucht 50. Also wir brauchen einen Kodierer und einen Konverter und der Rest wird über Drohnen angeliefert.
Machen wir die Drohnen auf diese Seite oder machen wir die Drohnen auf diese Seite? Halt, nein, nicht. Boah, Alter. Mann, ich habe gedacht, hier verlieren unter. Ich glaube, wir machen die auf diese Seite hier. Drei Stück würden wir hierhin fabriziert bekommen. Also ich habe nicht so viele Sachen dabei, das ist richtig. Ich ziehe mir noch gerade das Kabel hier rüber. So, das ist die Mitte von dieser Glasbreite hier. Jetzt gucke ich mal gerade, sollten wir das Ding da drüber hängen lassen? Ich glaube ja eigentlich nicht. Wir machen das nämlich so. Dann haben wir hier hinten, wo stößt denn der dagegen? Der ist hier dran. Er ist genau in der Linie. Und dann kann man mit dem Lift da runter. So. Habe ich noch eigentlich drei, aber ich glaube, ich habe nicht genug Kram da dabei. Was fehlt denn? Ach, die Funksteuereinheiten. Ja, ja, die habe ich auch nicht in dem Dings drin. Ist ja erstmal wurscht. Die liefern das hier an. So, wir machen jetzt hier eine Planung in dieser Folge, wenn man so will. Und dann kommt... Dann machen wir hier Batterien. Warte mal. Ja, genau. Die Fragen an. Oh, shit. Warte mal. Die Fragen an. Und dann musste nämlich hier, weil ich ja hier anfrage, das wird ja geliefert, das wird... Das sind ja, das heißt, hier kommen Drohnen hin. Das heißt, wir brauchen vier Ports. So, jetzt soll es eigentlich in der Mitte sein. Warte mal gerade. Das ist hier. Geh weg. Zweieinhalb, genau. Das ist also zweieinhalb. Rechne ich von hier, ne? Eines, zwei, zweieinhalb. Und dann hier drüben, rein theoretisch, müsste das dann auch eins, zwei, zweieinhalb sein. Jo. So, dann haben wir hier vier Drohnenports. Die gingen ja immer fortlaufende Nummer. Wie viel haben wir denn eigentlich? 82. Also 83, das ist der letzte, weil müsste 83 sein. Jawohl. 83 Drohnenports. Das liefern wir dann. Warte mal, machen wir hier. Der macht Batterien. Ich mache aber, glaube ich, jetzt in diesem Fall. Wir friemeln den ganzen Kram nach unten. So. Wir machen den ganzen Kram nach unten. Das braucht auch kein großes Logistikding hier. Wir machen das nämlich so. So, das ist der, liefert die Batterien, die kommen hier raus. Der liefert irgendwas anderes, was dann da rauskommt. Der liefert irgendwas anderes, das kommt hier raus. Und der liefert irgendwas anderes und das kommt da raus. Richtig, richtig. Dann kriegen die hier noch von der Organisation eine kleine Werbetafel. Die passt hier mäßig schön hin, damit wir wissen, was das ist. Das habe ich jetzt bei allen Drohnenports gemacht. Also nicht bei allen auf der Welt, sondern die, wo ich dann immer schon gesehen habe, dass die Dinger da noch dran ist. Richtig rum? Ja. Hier kann man es ja schon mal einmal machen. Und zwar sagen wir hier Batterie. So, zack, zack. Und hier in. Und sagen vom Layout machst du das Ding bitte so. Quatsch. Die kriegen dann auch noch ihre Beschilderung. Jetzt gehen wir mal hier, machen wir hier Wand. Machen wir das Glas kaputt, wieder Glasschaden. Hier kann ich ja eigentlich noch schweben, ne? Nur aufpassen, weil das Ding ist da oben. Und da kommt der Kram hier raus. Und dann müssen wir mal schauen, wie wir das machen. Vielleicht die obere Fensterreihe weg. Und du machst ein Zwischending hier rein. Wie soll ich meinen? Damit wir das hier anständig verteilen können, damit man das da nicht sieht. Und wo kommen dann die Maschinen hin? Weil hier werden dann wahrscheinlich, wie groß ist denn eigentlich nochmal der? Komm, wer da? Der ist nicht wirklich groß. So, ich habe jetzt nur die Kabel hier hingemacht, damit ich fliegen kann. Ich überlege nämlich gerade, ob man das hier in Anführungsstrichen zumacht. Wo ist halt die Treppen, ne? Müssen dann irgendwann Treppen hin und sowas hier, dass man dies hier zumachen. Ich ersetze gerade mal die Glasscheiben, auch mit diesen Wänden. Das geht ja, müssen wir die Steuerungstaste gedrückt halten. So, wird gleich dunkler hier drin, ne? Und dann gibst du mir nochmal wieder eine 1er Foundation. Such mal hier raus und sag mir mal, wie viel Platz da ist, wenn man da Splitter hinmacht. Und wenn du das so machst, da ist eigentlich genug. Kann man da noch laufen? Gib mir mal den. Also hier oben drüber. Ja, kann man. Muss natürlich noch angestrichen werden, ist klar, ne? Dann machen wir das nämlich hier zwei. Achso, die kommen ja hier erst raus. Also müssen wir es doch bis hier hin fabrizieren. Sag mal her. Ja. So, das ist der Batterie. Wir können ja hier dann eine Organisation machen. Machst ein kleines Schild hin.
und machst das zum Beispiel so. Ne? Damit man weiß, was das ist. Gehen wir jetzt mal von der ersten. Das ist ja hier Batterie in für den Port, also für den Drohnenport. Hier kommt die Batterie aus und hier ist wieder Batterie in für den Drohnenport. Also hier werden die Dinge angeliefert und dann machen wir das mal gerade so mit einem 1er Lift. Logistik, 1er Lift. Friemeln den mal nach hinten. Machen hier aber dann gleich. Ich überlege gerade, wie man die anderen Teile nach unten kriegt. Wie ist denn das, wenn man den, ich will jetzt gerade gucken, wegen der Höhe. Wir nehmen einfach mal den hier, der hier was ausliefert. Das ist der. Jetzt lassen wir den mal da. Und gib mir einfach mal irgendeinen Lift, irgendein Band. Ich will es nur gucken, wegen der Höhe. Okay, passt. Dann machen wir das wie folgt. Dann setzen wir nämlich hier einen Splitter hin. Machen wir den mal so schön in die Mitte hier. So, damit ein bisschen Platz ist. Das ist die Batterie. So. Und die Batterie ziehen wir bis hier, wo das Ding eigentlich hin soll. Und das musste ja dann, rein theoretisch ist das der letzte. Der hier. Der ist es. Gehen wir ein Stück zurück. Was haben wir gemacht? Wir haben das Ganze nach unten gemacht. Wir haben das Ganze nach unten gemacht. Das heißt, der muss so. So. Batterie in für den Port 1. Batterie kommt raus. Ja. Batterie in Port 1. Batterie kommt raus. Batterie in Port 2. Und Batterie in Port 3 und der hintere, der ist dann der Port 4. So machen wir das. So. Und das ist der Port 4. Und da geht das dahin. Und dann kriegst du nämlich hier einen Splitter. Du darfst auch gerne snappen. Danke. Manchmal sind die ja so freundlich und machen das, ne? So. Dann machen wir das so. Zack. Zack. Darin. Darin. Und da könnt ihr sagen, was ihr wollt. Ich mache das Ding trotzdem wegen der Optik hier mit so einem Splitter. Dahin. Obwohl du den hier nicht. Hoch. Obwohl du den hier nicht brauchst, mach ich das. Das mache ich auch hier hinten so. So, kommst du nochmal weg. Und zack. So rum, so rum. Hier rum, darum, Löffelstiel. Nee, wir müssen es machen. Pass auf, das ist ein Fehler jetzt. Die können einser bleiben. Aber wir wissen ja nicht wegen der Entfernung, wie schnell die Dinger verteilt werden müssen. So sieht es nämlich mal aus. Da ist noch keiner dran. Und da machen wir nämlich mal hier. Pass auf, jetzt machen wir mal ganz wilde Sachen. Nehmen wir hier, obwohl wir es nicht benötigen, für die Verteiler, für das Verteilerband, ein 6er-Band. Mir ist wurscht, hier das. Ne? Die Abzweigen können dann langsamer sein, machen wir jetzt hier einfach mal ein 6er Band. So, zack. Und zack. Das ist wieder ein 1er. Ich glaube, mehr brauchen die auch nicht. Problem. Aber den hier, den wollte ich jetzt hier, weil der liefert ja auch, also muss der auch ein 6er Band sein. So, hier, Karl Otto. Warum machen wir das? Weil wir es können. So, da kommt natürlich die ganze auch Beschriftung da dran. Hier kommt dieses Gelumpse dran und die Folge ist schon wieder viel zu lang. Wollen wir mal gucken, was wir hier rumschneiden tun und dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Und ich gehe jetzt da unten hin und guck mal, wie viel von diesem Überschuss wir schon bei den zweiten Liftparts haben und schalte die Maschine ab. Bis morgen. Tschüss.